Damit ich bei Word das automatische Inhaltsverzeichnis nutzen kann, muss ich dem Programm sagen, bei welchen Textbausteinen es sich um Überschriften handelt. Und ich muss Word auch sagen, um welche Ebene der Überschrift es sich dabei handelt. Also wir haben hier Überschrift der Ebene 1, das heißt die größte Überschrift. Und dann haben wir einen Unterpunkt zu 1, das ist dann Ebene 2. Und es gibt zum Beispiel einen Unterpunkt zu 1.2, also zu einer zweiten Ebenenüberschrift. Das wäre dann Ebene 3 und so weiter und so fort. Word muss ich also sagen, nicht nur hierbei handelt es sich um eine Überschrift, sondern ich muss Word auch sagen, um welche Ebene der Überschrift es sich handelt. Dafür bietet Word Formatvorlagen. Wenn ich hier mit dem Mauszeiger drüber gehe, dann zeigt er mir auch Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3, 4, 5 und 6. Ich muss also eigentlich nur mit diesen Formatvorlagen arbeiten. Jetzt markiere ich den Text, der eine Überschrift werden soll. Das soll jetzt Überschrift Ebene 1 werden. Klicke hier auf Überschrift 1 und die Formatierung des Textes wird entsprechend angepasst. Und gleichzeitig wird Word im Hintergrund gesagt, aha, das hier ist nicht nur eine Überschrift, sondern es ist eine Überschrift der Ebene 1. Und damit kann Word die in einem weiteren Prozess dann in das Inhaltsverzeichnis entsprechend aufnehmen. Jetzt muss ich aber diese Überschrift noch anpassen, denn sie entspricht nicht den Vorgaben. Das mache ich wieder, indem ich die Formatvorgabe ändere. Ich klicke mit der rechten Maustaste darauf, dann auf Ändern. Und jetzt wähle ich hier die Schrift Arial. Sie ist bereits ausgewählt. Und die Schriftgröße 16 wie vorgegeben. Dann muss ich darauf achten, im Moment ist sie blau, dass sie schwarz wird. Ich klicke also hier auf die Schriftfarbe und wähle schwarz oder automatisch aus. Und jetzt muss ich noch darauf achten, dass es auch mit dem Zeilenabstand und dem Absatzabstand passt. Ich gehe jetzt hier auf Format Absatz, setze den Abstand vor und nach jeweils auf 0 und den Zeilenabstand auf 1,5 Zeilen. Bestätige das mit OK, bestätige hier mit OK. Und die entsprechende Überschrift wird jetzt übernommen. Und wenn ich jetzt diese zweite Hauptüberschrift der Ebene 1 auswähle, muss ich nur noch auf die Formatvorlage klicken und die Formatierung wird übernommen. Das gleiche mache ich mit den anderen Überschriften. Das hier ist eine Überschrift der Ebene 2, die wähle ich aus. Dann gehe ich auf die Überschrift 2 Formatvorlage, klicke die an. Jetzt muss ich sie noch ändern, denn sie passt immer noch nicht. Auch in diesem Fall nicht zu den Vorgaben. Rechtsklick, ändern. Schriftart muss Arial sein. Schriftgröße soll 14 sein. Schriftfarbe bleibt schwarz. Und wieder im Format, Absatz. Hier setze ich alles auf 0. Zeilenabstand bleibt 1,5 Zeilen. Bestätigen, bestätigen. Und jetzt ist auch diese Überschrift gesetzt. Und auch hier wähle ich wieder eine Überschrift der Ebene 2 aus. Nehme jetzt hier die Formatvorlage Überschrift 2, klicke an und sofort wird die Formatierung übernommen. Hier habe ich eine Überschrift der Ebene 3, das gleiche Prinzip. Überschrift 3 auswählen, Rechtsklick, ändern, Schriftfarbe automatisch, schwarz in jedem Fall, Areal, Schriftgröße 12 stimmt, Format, Absatz, alles auf 0 setzen, Zeilenabstand 1,5 Zeilen, stimmt, bestätigen. Bestätigen und auch dieser Punkt wird jetzt entsprechend formatiert und so weiter und so fort. Das Ganze setzt sich fort natürlich auch, wenn ich noch weitere Unterebenen habe, also der Ebene 4, 5 und 6, dann mache ich das genauso. Ich klicke auf die entsprechende Ebene, ändern, dann auf Areal. Kleiner als Schriftgröße 12 sollte es nicht werden. Immer daran denken, schwarz zu lassen. Absatz kontrollieren, alles auf 0, 1,5 Zeilen, Zeilenabstand, okay. Und jetzt kann ich auch diese Formatierung benutzen. Das mache ich jetzt für alle meine Überschriften als Vorbereitung für die Erstellung des automatischen Inhaltsverzeichnisses. Und ich trenne damit die Überschriften von der Standardformatierung. Das heißt, sollte ich zum Beispiel die Standardformatierung ändern, dann ändert sich zwar der Text, nicht aber die Überschriften. Und umgekehrt natürlich auch, ändere ich eine Überschrift, ändert sich nur der Überschriftstil dieser Überschrift auf dieser Ebene, der eigentliche Text und alle anderen Überschriften
bleiben davon vollständig unberührt.